Für mich war es eigentlich super. Also ich habe das Privileg gehabt, dass ich mit den Speedherren habe anreisen können. So schnell war ich noch nie heroben und deswegen war es für mich recht entspannt. Ja, das ist eigentlich schon. Das Gelände ist gut. Also ich bin auch auf der Abfahrt in die Trainings recht gut zurechtgekommen. Bin dann die Superkombi gestartet und ja, jetzt heißt es einfach volle Konzentration auf den Riesentallauf. Ist wieder eine ganz andere Disziplin. Mal schauen, dass ich da mein Setup und mein ganzes skifahrerisches Können wieder finde und dann passt es. Ich versuche mich natürlich auf mich zu konzentrieren. Was da jetzt passiert ist, dass die beide knapp leider um die 400 Sekunden an der Bronzemedaille vorbeigeschrammt sind, ist natürlich schade. Hätten sie die Medaille geholt, wäre alles super. Ja, bei der WM zählen natürlich nur die ersten drei Plätze, aber ich denke nicht, dass das für mich jetzt einen Unterschied macht, weil ja, ich habe jetzt nur das eine Rennen vor mir und schaue, dass ich da meine beste Leistung zeigen kann. Ja, ich war heute woanders trainieren, bin da mal irgendwo hingefahren, mitten durch die Pampa, da hat es wirklich gar nichts gegeben. Also nur ein paar Häuseln, aber als Ort hat man das auch nicht nennen können, weil da hast du nicht einmal sagen können, das ist mein Nachbar, so weit weg war das. Aber sonst ist es eigentlich eine coole Gegend, also so eine Skido-Reise oder mit den Huskies durch die Gegend zupfen war schon cool.